Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute hören wir uns mal den besten Remix an, der von Rezo gemacht wurde. Dabei sind Tanzverbot, Robert, also Julian Bam und Will Boy, also Simon. Der liebe Simon, ist mir gerade der Name nicht eingefallen. Bruh. Aber wir werden uns mal anschauen, alles was ich in diesem Video sage oder mache, soll niemand verletzen oder auch niemand beleidigen. Dankeschön. Vergesst nicht zu abonnieren. Kuss auf eure nicht vorhandenen Nüsse. What the fuck? Das war sein Track. Mein Leben von Tanzverbot. Erst gerade darauf reagiert, check das aus. Also bis jetzt passt es gut zusammen. Rezo? Rezo? Ja, natürlich Rezo. Und viele haben mich gefragt, warum meine Haare so aussehen, weil ich sie gerade gewaschen habe. Und nein, ich habe einfach so Locken. Das sind meine Haare. Ich habe sie nicht extra gemacht, so wie viele Leute jetzt momentan. Ah, Rezo's Tänzerin, die immer in seinem Video ist, wenn er irgendwie so eine YouTuber-Musik oder so. Boah, aber das passt. Ich weiß, dass du das kannst. Aber es haut schon rein. Ich weiß, dass du das kannst. Simon Will oder Simon ist einfach krank im Rap, Alter. Er dreht immer durch, ich feiere seine Raps richtig, obwohl sie so ganz klein sind, aber. Ja. Wieder was liefern, was Leute berührt. Ich will das lieber spüren und fühlen und mich nicht mehr vergessen. Deswegen darf ich dir das Mike in die Fresse. Well, boy. Ich dachte jetzt ganz kurz, dass wieder Robbe kommt. Macht die Robbe aber. Tanzverbot, okay. Ach, und nicht zu vergessen. Ich kenne mich mit Musik nicht aus. Ich mache keine Musik. Ich höre sie nur. Oder ich reagiere drauf. Also, ihr wisst schon, was zu tun ist. Also eigentlich müsst ihr nichts tun. Außer abonnieren und liken. Also, ich verstehe nicht, warum er das auf seinem Zweitkanal hochgeladen hat. Denn ich finde, das hat Potenzial. Ja, ich wusste nicht, wie er sein Zweitkanal hieß, deswegen Remix Rezo. Aber warum hat er das nicht auf seinem Hauptkanal hochgeladen? Also ich hätte es eigentlich auch gefeiert, wenn es auf seinem Hauptkanal wäre, aber naja, jedem das Seine. Ich hoffe, ihr habt geile Geschenke gekriegt. Ich natürlich auch. Und ich hoffe, dass wir bis Ende des Jahres, also 1. Januar, hoffe ich, dass wir die 1000 geknackt haben, wieder mal. Und deswegen würde ich sagen, haut rein. Tschö. Mitte. Peace.